Ein Pergament und seine Folgen. Review. Die Fanfiction ist von Drachenfan. Ich lese momentan noch eine Geschichte von ihr vor, die The Secret of Draco Malfoy heißt. Das Pergament und seine Folgen ist damit die zweite Fanfiction von ihr. Und also ich muss sagen, ich liebe es, wie sie schreibt. Ich finde es einerseits sehr realistisch und kann es deswegen total gut nachempfinden, weswegen es mir auch sehr, sehr gut gefällt. Das Pairing Drarry ist jetzt nicht, also meine Favoriten ist es schon, aber wenn ich etwas lesen möchte, muss ich ganz ehrlich gestehen, lese ich erst Dramini und wenn ich da nichts finde, würde ich eher so die anderen Shippings abklappern, die irgendwas mit Hermine zu tun haben, bevor ich tatsächlich sowas lese. Aber ich habe auch schon ganz viele Drarry Fanfictions gelesen. Ich weiß auch, dass sie bei euch sehr beliebt sind. Was mich bei diesem Paar manchmal ein bisschen wundert und manchmal auch ein bisschen stört, ist, wenn es so thematisiert wird, dass zwei Männer sich lieben. Allgemein, weil ich finde, dass man das gar nicht so thematisieren müsste. Also ich persönlich bin da der Meinung, auch bei uns im wahren Leben, finde ich, sollte man das gar nicht so thematisieren müssen. Für mich ist es etwas ganz Natürliches, etwas ganz Normales. Ich, meiner Meinung nach und für mich müsste sich auch kein Homogener oder sonst irgendwas sich outen. Also er müsste sich nicht hinstellen und sagen, ich bin das und das, weil das mache ich als heterosexueller Mensch ja auch nicht. Ja, also wegen mir müsste er kein Outing haben, er könnte einfach gehen und sein Leben leben. Ich meine, ich sehe ja, auf was er dann steht oder was er dann gerne hätte oder was er dann gern sein möchte. Ich muss da gar nicht die Hintergründe dazu erfahren. Ich muss nicht seine Geschichte hören, um es verstehen zu können. Das kann ich auch ohne. Deswegen finde ich es einerseits schön in Geschichten, wenn es nicht so thematisiert wird. Also wenn es dann nicht heißt, so, oh, guck mal, ich liebe einen Mann und oh nein, was wird er dann sagen? Oh nein, was werden meine Freunde sagen? Andererseits finde ich es auch schön, wenn es angesprochen wird, weil man einfach viele Vorurteile da in solche Geschichten reinbauen kann, wo man dagegen wirken kann. Eben gerade bei sowas finde ich das unheimlich schön. Also ich bin so, es ist immer so, ich glaube auch ein bisschen von meiner Laune abhängig. Die Geschichte muss ich sagen, ich musste eigentlich am Anfang sehr lachen, als ich den Prolog gelesen habe. Weil mich das so an diese typischen Einstiege, zum Beispiel bei Dramini, einfach weil ich da jetzt unglaublich viel gelesen habe, erinnert, so dieses typische, sie laufen um die Ecke, stoßen einander, sehen sich, verlieben sich, Gedöns ist. Was mich ehrlich gesagt persönlich überhaupt nicht stört. Ich finde das so toll. Auch, es muss gar nicht kompliziert sein. Es kann manchmal auch so einfach sein. Und das ist etwas, was ich total genieße, wenn man sich selber auch sehr einfach macht. Ich brauche es für mich persönlich nicht kompliziert. Mir langt ein Blick, hat sich gekreuzt und sie haben sich verliebt. Für mich muss es nicht zwei Plot-Twiste in einem Plot-Twist vereint sein. Also für mich langt auch sowas. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall sehr gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, die Geschichte vorzulesen. Ich finde auch das Ende total süß. Muss allerdings sagen, dass ich ein bisschen verwirrt war darüber, dass also mir war jetzt irgendwie nie so bewusst, dass sich die Paare da irgendwie abwechseln. Oder wie soll ich sagen? Für mich war es, das war jetzt völlig falsch ausgedrückt, aber ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Also Draco lässt sich ja sozusagen von Harry nehmen, aber irgendwie in meinem Kopf hatte das irgendwie. Das war komisch für mich zu lesen, weil irgendwie habe ich gedacht, dass sie sich einfach gegenseitig nehmen und dass das nicht so ein großes Thema ist, bei Draco zumindest, dass er sich einem Harry total hingibt und ihm völliges Vertrauen schenkt, um das zu machen. Für mich waren sie in meinem Kopf einfach ein Paar und je nachdem, wer gerade Lust hatte oder wer halt eben, eigentlich, wer gerade Lust hatte, hat halt den anderen dann sozusagen dominiert in dem Sinne, in dem er ihn genommen hat. Aber dass das so ein Thema ist, das war jetzt persönlich für mich total unbekannt. Falls jemand Erfahrungen hat,
Bitte einmal melden in den Kommentaren. Also ist das tatsächlich so? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich kann ja auch nur aus meiner Sparte reden. Ich habe leider nur heterosexuelle Beziehungen bisher gehabt. Also kann ich nur aus dieser Kiste reden, in der es halt völlig normal ist, dass man mal Stellungen tauscht, dass mal der eine oben ist und anführt, sag ich jetzt mal, oder dann halt mal unten ist und der andere anführt. Aber irgendwie habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das ein, dass man da Vertrauen braucht dafür. Also so wie es dargestellt wird. Ist das so? Also wenn, dann ist es, war es mir bisher völlig unbekannt. Warum ist das so? Würde mich ehrlich gesagt auch noch interessieren. Ja, genau. Ansonsten fand ich es mega süß, das Ganze. Allein schon, wie gesagt, im Epilog, wie sie das aufgebaut hat und geschrieben hat. Einerseits muss ich sagen, fand ich das schöne Ende, weil es schon abklingt. Andererseits hätte ich gerne auch noch mal so ein, ja, so ein Miteinander mit den Freunden erlebt, wie die damit umgehen. Andererseits ist es halt so wie mit Thema Homosexualität thematisieren oder nicht thematisieren. Ist es, finde ich, auch da wieder so ein zweischneidiges Ding gewesen. Einerseits, man könnte jetzt die Freunde mit einbauen, die dann ganz locker damit umgehen oder wo jeder so ein bisschen schildert, wie er damit umgegangen ist. Vielleicht hatten ja auch einige am Anfang ein bisschen Probleme damit, nicht weil sie vielleicht Männer waren, sondern vielleicht weil sie Feinde waren. Und man hätte es auch wie in der Geschichte halt eben weglassen können. Ich finde, beides hat so sein Für und Wider gehabt. Ich fand es, wie gesagt, jetzt schön, dass es so abgeklungen ist, dass man es halt eben nicht erfahren hat. So kann man sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Andererseits hätte ich es mir auch irgendwo gewünscht, muss ich sagen. Aber auch einfach nur, weil ich ein total neugieriger Mensch bin und das in dem Moment einfach gebraucht habe. Genau. Wen es auch gefallen hat, lasst doch bei Drachenfan einen Like und einen Favoriten da. Die Autoren freuen sich immer über so etwas. Die Beschreibung findet ihr im Link. Andersrum, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören und ciao.